Somit geht es letztlich bei der Treue der Frauen und der Treue der Männer um das Gleiche. Bei den Frauen geht es um die Bewahrung des Codes und bei den Männern geht es auch um die Bewahrung des Codes. Bei den Ersteren richtet sich es auf das Dritte, auf die Einschreibung dieses Codes in den nachfolgenden Körper, den es dann auch zu beschützen und zu promovieren gilt, mit allen Mitteln der Überlebensmöglichkeiten und Aufopferung bis hin zum Hieros Gamos der Tempelprostitution, und bei den Männchen ging es immer um das Phantasma der Zweiheit, sprich ihrem Ausschließlichkeitspascha, Kodifizierungskodex, Codeweiterschreibungsvorgang des ausschließlich eigenen Werks, der eigenen Buchstabentextreihe mit Konkurrenzierung und Ausschließung eben der anderen Konkurrenten in ihrem Eifersuchtswahn des nie ganz sicher wissen können, Mamas Babys, Papas Maybe.